Guten Tag, hier sind wir jetzt mit Florian vom Team Family Force und er stellt uns sein Papierdeck mit Nick Shadow vor. Mit Clown Shadow, um genau zu sein. Und ich bin unglücklich Top 4 jetzt rausgegangen. 1-2 gegen Necros, nochmal gegen Chris gespielt, der hat sehr gut gespielt. Ich habe mich ein bisschen doller gewehrt als in der Vorrunde, wo ich schon mal gegen ihn gespielt habe, wo ich mit schlechten Händen gegen ihn leider auch schon verloren habe. Aber gehen wir ganz schnell durch zu den Monstern. Ganz einfach die Clown Engine. Dreimal den Schadensdschungel. Zweimal den Trickclown und zwei Headtricks. Das war dann jetzt auch schon die Clown Engine. Dann natürlich die Shadol Engine. Von jedem wichtigen Shadol zwei Stück. Macht irgendwie genau die richtige Balance dann im Deck. Dann halt noch die Support-Monster. Drei Mathematiker. Selbsterklärend. Zwei Wähler, weil Monster-Effekte beim Gegner möchte ich einfach nicht haben. Ist auch klar. Ulf, um Naturia-Beast zu machen, Combo-Play mit Hattricker und Mathematiker. BLS, auch klar, Staple. Dann kommen wir schon zu den Spells. Wen überrascht's? Drei Fusionen. Ganz schnell Fischerdoll. Foolish, bei Geki. War es dann schon mit Spells. Relativ wenig, aber genau richtig. Zu den Traps. Ein Chor. Torrential. Warning. Bottomless. Emptiness. Und immer noch gegen die Monster-Effekte Breakthrough Scale. Große Änderungen am Main würde ich momentan erstmal nicht machen, da jetzt mit der Tinja der Norden kommt und da muss man erstmal gucken, wie man den jetzt irgendwie dazu fügt und wie man für die Rotation lässt. Kommen wir direkt zum Extra-Deck. Drei Konstrukt, zwei Rinder, eine Anno, eine Shiki, selbsterklärend. Dann die Exits, ein Castell, ein Exiton, Vella und dann die Synchros, wie schon gesagt, Naturia Beast. Dann die Geheimwaffe Notum, der Synchro, ein Leo und Trish. Welche zwei Karten wirst du rein theoretisch für den Noden rausnehmen? Für den Noden höchstwahrscheinlich den Notum und den Leo. Und dann muss man erstmal gucken, ob vielleicht noch was anderes irgendwie geht, um vielleicht noch mehr Vierer-Exits mit reinzunehmen. Vielleicht dann irgendwas von den Shadows. Mal gucken. Muss man erstmal testen. Achso, und ja, da sind noch versteckt die 15. Extra-Deck-Karte. Natürlich für die OTKs der Trapez-Magier. Ja, das war Main und Extra. Kommen wir zum Zeit. Für den Backrow-Hate und alles, was mich stört. 3 MST, 2 Feenwind. Gegen alles, was specialt und mit Spells kommt. 2 Max C und 3 vergeltendes C. Und immer noch eine Liefererei, und das ich halt immer ganz gerne im Sideboard spiele. 3 Einbildungsunterwäldler und 2 Monarch Stormforce. Und deswegen auch von Team Family Force in der eigenen Sache. Ja, ich möchte euch alle bitten, unsere Facebook-Seite zu liken und uns zu followen. Auch mal auf unsere Webseite vorbeizuschauen. Da gibt es immer viele Infos, Termine für die Turniere und ganz wichtig, wo wir gerade über Termine sprechen, genau in einer Woche, am 19.09. in Greifswald ein Family Force Turnier von uns, mit uns in Kooperation mit dem Greifswalder Spieleladen.
Heldenwelt organisiert und kommt einfach vorbei, checkt das aus, wir schicken dann noch ein paar Infos rum und ja, und dann einen Monat später, wenn ich mich jetzt nicht völlig falsch, der 17.10. auch ganz wichtig, schon mal rot im Terminkalender anstreichen. Wir veranstalten das erste, das allererste und das größte, herausforderndste Team-Event der deutschen Jugendgeschichte. Die ganzen Infos findet ihr natürlich auf unserer Webseite. So, kommt noch mal letzte Woche an. Ich möchte nochmal ganz liebe Grüße eines Teams senden, die leider also größtenteils zu Hause geblieben sind. Ich danke auch natürlich dem Team, was mitgekommen ist, was mich zwischen den Runden ein bisschen motiviert hat und natürlich für den einen oder anderen Spaß wieder zu haben war. Und auch noch alles Gute und Grüße an Axel jetzt in unseren Sponsor. So, danke. Das war's von meiner Seite. Tschüss.